Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Trains in World 3 hier auf meinem Kanal. Und ich bin noch in der DTG-Maßnahme, das heißt, ich werde jetzt noch diese Folge hier für den Stream von DTG aufnehmen. Also begrüße ich an der Stelle natürlich dann auch alle Zuschauer, die jetzt bei DTG im Stream eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wir gehen heute auf die New York Trenton. Die ist jetzt im Sale ab dem 29. Und dort könnt ihr massig Geld sparen. Und das Besondere ist, ihr spart nicht nur bei der New York Trenton Geld, sondern ihr könnt auch bei dem Accela Express Geld sparen, weil der wird auch mit im Sale drin sein. Und die Preise, die kenne ich jetzt an der Stelle noch nicht. Da müsst ihr euch überraschen lassen. Aber wir fahren mit dem Accela Express heute einmal die komplette Strecke ab. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir von der New York Penn Station Richtung Trenton fahren. Genau. Und zwar so, dass wir auch ein bisschen was von der Strecke sehen. Das war der Plan. So, also, ich würde sagen, wir legen los mit unserer Eisenbahn. Und dann haben wir heute gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Den Accela Express und den New York Trenton. Ja, relativ neues Fahrzeug, relativ neue Strecke. Noch nicht ganz ein halbes Jahr alt. Da lohnt sich das auf jeden Fall mal reinzugucken. Die New York Trenton, eine sehr interessante Strecke auf jeden Fall. Ja. Nur bis hier das Laden vorbei ist. Da sind wir. Fahren Sie diesen Accela Express Passagierzug von New York Penn Station nach Trenton. Ah, ich habe wieder einen Frosch im Hals. Also, Richtungswender erstmal nach vorne. Dann will er, dass wir die Türen entriegeln. Das kriegen wir hin. Und dann müssen wir hier mal noch gucken. So, das ist auch Fahrgast. Blitzenbeleuchtung vorne ist voll, Warnlichter sind auf Automatik, Parkbremse ist lösen, Türöffner normal. So, okay, alles klar. Gut, dann machen wir noch unsere Zugsicherungssysteme an. Haben wir hier einen Geschwindigkeitsregler, wir dürfen jetzt hier gleich mit 15 ausfahren. So, und dann sollen wir nochmal an eine Minute und 15 Sekunden warten, bevor wir losfahren. So, Fahrplan, Licht, Durchstandsdeckenbeleuchtung kann ausbleiben. Pultdimmer machen wir aus. Neigetechnik ist aktiviert. Was haben wir hier noch? Scheibenwischer brauchen wir nicht. Scheibenwischer, Führerstandstemperatur. Klimaanlage machen wir mal an. Es ist ja warm draußen. Dann machen wir hier mal die Führerstandstemperatur ein bisschen runter. Führerstandsheizung können wir auslassen. So, hier können wir den Fahrdienstleiter kontaktieren. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich mit der Eisenbahn zurechtkomme. Gut, gut. Und dann geht's mit dem Accela Express einmal nach Trenton, Richtung Washington. So. Okay, schon mal das erste Thumbnail machen. Gucken, ob wir das nachher auch wirklich behalten oder nicht. Ja, der Accela Express. Wollen ja auch ein bisschen... Nee, das wollte ich nicht. Wir können die Türen gleich schon mal zumachen. So, die Accela Express-Züge, die basieren auf dem TGV. Ist auch unverkennbar zu erkennen. Den Versuch, ICEs an die Amerikaner zu verkaufen. Das hat aber nicht funktioniert. Dazu ist sogar ein ICE mit TGV-Triebköpfen, glaube ich, nach... was ich hier machen muss, ist die Signale an. Ist, dass die die ICE-Wagen mit TGV-Köpfen durch die Gegend gefahren sind. Steht auch hier im Rahmen des deutschen ICE-Triebzug im Juli und August 1993 auf dem Nord-Ost-Korridor unterwegs gewesen. Also genau hier auf dieser Strecke für Demonstrationsfahrten. Und es wurde auch ein Talgo getestet, steht hier. Das ist auf jeden Fall mal hier alles europäisch eingekauft. Amerikaner selber, die mit General Electrics haben die zwar einen Lokomotivbauer, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern die großartig irgendwelche unbetriebenen Triebzüge gebaut haben.
Das ist natürlich blöd hier in dem Zug, dass ich hier unten meine ATC nicht so richtig sehen kann, aber das ist jetzt erstmal nicht so wild. Ist ja eh erstmal raus hier. Aber ab 2021 sollen die Züge abgelöst werden. Von Liberty-Zügen. Ah, das sind hier mit Entenschnauze. Also werden wir die Züge hier lange nicht mehr sehen. Automatisch bremsen hast du nicht so, oder was? Jetzt können wir schneller fahren. Na? So, dann dürfen wir schon mal auf die 60. Da unten sind die Warnlichter. Ist auch cool. Fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Da müssen wir ein bisschen gegenbremsen hier. Hören wir mal aus. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der nachher wirklich Probleme hat mit dem automatisch Bremsen. Also, ob das System nicht wie bei der AFB funktioniert. Da bin ich sehr gespannt gleich. Passt. Ah, passt. Eigentlich noch zu niedrig. Aber in HD habt ihr es auf jeden Fall. Ihr wisst ja, dass ich ganz gerne, also meine Zuschauer zumindest wissen, dass ich ganz gerne vergesse, immer die Auflösung nach Livestreams wieder hochzustellen. Aber das ist ja nicht so wild. Also der Tunnel gleich mal zu Ende gehen hier. New York ist ja auch so eine Stadt, die von Tunneln nicht genug kriegen kann. Das sind ja überall, wo irgendwas unter der Erde am Rumfahren ist. Also ein bisschen die Richtung, in die sich Stuttgart momentan entwickelt, durch das Stuttgart 21-Projekt. Man da versucht, aus 200 Richtungen irgendwelche Züge in einen zu kleinen Bahnhof reinzubiegen. Da müssen ordentlich Tunnel gebaut werden. Da ist hier New York Penn ja nochmal ein ganz anderes Niveau. So, dann können wir wieder schneller. 75, dann gleich auf 90 und dann müssen wir in New York einmal anhalten und dann fahren wir durch nach Trenton. Ich mache bewusst für diese Stream-Geschichte von DTG mache ich bewusst Fahrplanfahrten, weil wir da am ehesten einen Großteil der Strecke sehen, als wenn wir Szenarien machen. Die Szenarien da, liebe Freunde, auch die Zuschauer, die jetzt bei DTG natürlich jetzt dabei sind, die haben natürlich die Möglichkeit, dann auf meinen YouTube-Kanal zu kommen. Dort sind wir jetzt bei 585 Folgen. Trains in World, da sind die ganzen Szenarien, Einführungen und auch ganz viel anderes Zeug noch erklärt für alle von euch, die es noch nicht wissen. Ich bin in Deutschland von Beruf Lokführer, der auch in der Schweiz fährt. Und da erkläre ich auch einiges rund um die Eisenbahn und auch die ein oder andere Anekdote aus meinem Leben als Lokführer oder Eisenbahner. Die haue ich dort auch hin und wieder mal raus und da sind teilweise wirklich Geschichten mit dabei, wo ich auch ehrlich sagen muss, dass meine Frau mir teilweise diese Geschichten zu Beginn meiner Eisenbahnkarriere nicht geglaubt hat, weil das so abwegig ist und so bekloppt ist, dass, also wenn ich kein Eisenbahner wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ob das jetzt nun wirklich so stimmt, wie der das erzählt, weiß ich nicht.
Also ACSES ist das Zugsicherungssystem, unter welchem wir jetzt gerade unterwegs sind. Es gibt noch ATC. Das gibt es hier auf dieser Strecke auch. Das wechselt irgendwie hin und her. Ich habe so richtig Ahnung, davon habe ich leider keine. Hier anfangen zu bremsen. Einmal auf Unterdrückung. Jetzt haben wir die Penalty Brake. Also die Zwangsbremsung bekommen. Aber das hätte ich oben auch sehen müssen, dass da gleich 60 sind. Jetzt haben wir die Bremse aufgelöst. Und jetzt können wir die 60 fahren. Wenn ihr eine Zugbeeinflussung bekommt, immer auf Unterdrücken gehen. Bei der Bremse, dann wird die Zwangsbremsung automatisch umgangen. Das Zugsicherungssystem lässt uns jetzt wieder 90 fahren. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil irgendwas wird wahrscheinlich da vor uns herfahren. Oder auch nicht. Eigentlich haben wir freie Bahn. Dann waren das wirklich die 60 da vorne, die ich einfach nicht, oder die ich einfach verpennt habe. Da kommen auch gleich schon wieder die nächsten 60. Wir erstmal aus dem Stadtbereich raus sind. Schalte ich schon mal ab. Dass wir dann auch bremsbereit sind. So, auf den amerikanischen Strecken habe ich oben immer die Signale und die Geschwindigkeiten an. Auf den englischen Strecken nur die Streckengeschwindigkeit. Auf den deutschen Strecken habe ich oben immer alles aus, weil als Lokführer in Deutschland sollte ich in der Lage sein, einen Zug in Deutschland zu fahren. Auch im Simulator natürlich. Das sollte machbar sein. So, von der Uhrzeit her sieht das alles sehr gut aus. 2,2 Meilen und wir haben noch 5,5 Minuten Zeit. Da sollten wir keinen Zeitdruck bekommen. So, Flugzeuge gibt es ja auch. Auf die 60 und dann lassen wir rollen. Weil da vorne dann auch gleich nur 45 erlaubt sind. Und dann kommt da auch schon unser erster Bahnhof. Und einziger Zwischenhalt hier auf dieser Fahrplanfahrt. Ich finde das schon cool, dass wir den SL Express endlich bekommen haben. Relativ kurze Züge eigentlich. Die sind, meines Wissens nach, sind die kuppelbar. Ja. Genau zu vorne kann man aufmachen. Das ist ja bei einigen unserer deutschen Pendants zum ICE AZL, zum TGW AZL Express nicht möglich. Nämlich beim ICE 1, die sind nicht kuppelbar. Aber der ICE 2, der ist dann kuppelbar. Und natürlich unsere ganzen modernen ICEs, also beim ICE 4, den 12, 13, 14-teiligen, da macht das Kuppeln natürlich keinen Sinn, weil da die Bahnsteige einfach zu kurz sind. Haben wir eigentlich auch sowas wie eine elektrodynamische Bremse? Tatsächlich nur die direkte Bremse. Ja, das ist schon interessant, was wir uns hier alles merken müssen. Also nicht nur ich, sondern ihr ja auch da draußen, weil wir haben ja doch sau viele Fahrzeuge inzwischen im Trains in World Universum. Und da sich immer alles zu merken, wie die Züge funktionieren oder was für Funktionen die haben. Und das ist schon nicht ohne, würde ich sagen.
Weil bei den amerikanischen Lokomotiven geht es eigentlich noch, zumindest bei den Diesellokomotiven, weil die alle sehr ähnlich funktionieren. Aber bei den Triebzügen und so da oder bei den älteren englischen Lokomotiven zum Beispiel, da ist das schon Wahnsinn, was man sich da merken muss. Bei der Anzahl an Züge, die wir haben. So, dann halten wir an. Und dann entriegeln wir und lassen die Fahrgäste mal zusteigen. Ich werde in der Zeit mal hier schauen, kann ich das hoch machen? Hier die... Ich hätte jetzt eigentlich gerne hier ein bisschen heller gemacht, weil das kommt mir so dunkel vor. Geht wohl nicht. Hier unten eigentlich noch für Knöpfe, die haben keine Bedeutung. Ja, also können wir den Bildschirm vorne anscheinend nicht heller machen. Ein schwedischer Triebzug vom Typ X2 wurde hier auch mal benutzt und angepasst. Und einem Testprogramm unterzogen, ist aber nie in Betrieb gegangen. Anschließend wurde der ICE Train North America... War ja den, wo ich vorhin gesagt hatte. Basierend auf den Testfahrten wurde Anforderungskatalog erstellt und im Oktober 1994 wurden schließlich 26 Hochgeschwindigkeitszüge von Bombardier Transportation gewann den, zusammen mit Alstom. Schon, haben sie schon ein langes Programm hier. Also 10 Jahre hat es gedauert, bis sie dann die ersten Züge danach hatten. Also 2000 sind die ersten Züge ausgeliefert worden. Schon beeindruckend, dass nach 20 Jahren die Züge schon ausgetauscht wurden. Und dran denkt, dass unsere ICE 1 jetzt 30 Jahre auf dem Buckel haben und nochmal fit gemacht werden. Die 1, die sind ja jetzt noch nicht auf dem Abstellgleis, die werden ja nochmal fit gemacht, werden ein bisschen verkürzt. Länger werden sie nicht. Was ich ein bisschen schade finde, weil die ICE 1 sind so für, zumindest wenn ich Spätfahrten habe, also wenn ich abends mal unterwegs bin, sind das so meine Favoritenzüge, weil wir da noch Abteile haben, wo man sich auch mal ein bisschen zurückziehen kann. Seine Ruhe hat, vor allem auch das Licht ausmachen kann, dass man dann auch im Dunkeln schlafen kann. Das gibt es auf den modernen Zügen natürlich nicht mehr, da haben wir nur Großraumabteile, das finde ich ein bisschen schade. Dieses ganze Abteilkonzept, natürlich kriege ich weniger Fahrgäste in meinen Zug, wenn ich Abteile benutze. Aber ich finde, als Fahrgast ist das schon angenehmer. Wenn man dann mit fremden Leuten irgendwie in einem Abteil, in so einem Ding drin sitzt, dann zumindest nicht mit 60, 70 Stück. Man hat auch ein bisschen mehr Ruhe. Das ist leider in so einem Konzept, was in Deutschland komplett untergegangen ist. Mit den ganzen modernen Triebzügen, die wir inzwischen haben. So, Bremse lösen. Und dann würde ich sagen, geht's los. So, der Acela Express ist ursprünglich übrigens für Nahverkehr, für Boston, für den Nahverkehr Boston. Kann aber auch auf dieser Strecke hier benutzt werden, deswegen zeige ich euch das jetzt auch mal. Und ihr müsst bei mir immer dran denken, die Inhalte, die ihr bei mir auf dem Kanal seht, beziehungsweise in meinen Videos seht, immer komplett mit allen DLCs, die es gibt. Ah, jetzt wollen wir. Einmal Vollgas auf 70, dann gleich 110. Dann geht es im Sprint Richtung Trenton.
Aber ich bin mit dem Assetto Express hier auf der Strecke noch gar nicht gefahren. Das heißt, ich weiß gar nicht, was die Höchstgeschwindigkeit hier insgesamt ist. Also die Vmax von dem Fahrzeug ist im Regelbetrieb 240 km/h. Ganz wichtig. mph habe ich jetzt hier nicht gefunden. Könnte man nochmal kurz umrechnen, damit ihr das dann auch wisst. Ein hier 240 sind dann 149 mph, also 150 aufgerundet. Also abgerundet werden es 149 aufgerundet. Wir runden mal nach oben auf, dann würde ich sagen 150 ist die Vmax. Also in mph dann. Muss man ja auch mal ein bisschen dran gewöhnen, dass das Zugsicherungssystem andere Geschwindigkeiten zulässt als die eigentliche Streckengeschwindigkeit. So, International Airport New York. Wegen vorhin auch die Flugzeuge. Müssen wir gleich wieder auf 85 runter. Hat sich ja gelohnt. Oh, und kriegen sogar Vorsichtssignale hier. Bremsbereit bin ich. Fahrschalter ist auf 0. Aber wir biegen ab. Das war eine Weiche. Jetzt kriegen wir gleich wahrscheinlich eine Zwangsbremsung. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir sind jetzt auch nicht mehr im ACSES, sondern im ATC. Auf einmal. Wie gesagt, das Zugsicherungssystem der Amerikaner habe ich noch nicht so ganz raus. Wenn das einer von euch vielleicht besser versteht, als ich es tue, dann steht es euch frei, mich dort mal aufzuklären und mir das versuchen so zu erklären, dass ich das verstehe. Wir können ja auf 85, ne? Da vorne ist aufgegangen. Das gibt jetzt natürlich ordentlich Abzüge in der B-Note. Ein kleiner Overspeed. Und es wird noch langsamer. Okay, leicht bergab. Wir dürfen gleich 125 fahren. Mal davon aus, dass wir da vorne jetzt über der Weiche fahren. Nicht. Auch nicht. Okay. Also keine Weiche. Mal wieder Leistung auf und dann brauchen wir gleich nur noch unsere Geschwindigkeitskontrolle nach vorne packen. Und dann geben wir mal Vollgas. Mal gucken. Die 41 Meilen natürlich relativ schnell runtergefahren, wobei 41 Meilen natürlich auch, ne, müsst ihr mal 1,6 nehmen, dann habt ihr die Kilometer, die dort noch fehlen. Und natürlich die SIPA nicht vergessen. 40 Meilen sind 64 Kilometer.
So, in der New York Trenton, wenn ihr alle DLCs habt, einmal zur Übersicht für euch, habt ihr 100 Achievements zu sammeln, Collectibles, 3 Achievements gibt es, ihr habt 28 Fahrten im Fahrplanmodus, davon sind aber 5 als Szenario und ich glaube 3 waren als Einführung, dann habt ihr effektiv immer noch 20 Reisen, aber ihr habt den Fahrplanmodus und da habt ihr 301 Fahrt. Also hier auf der Strecke auf jeden Fall mal ordentlich was zu tun, würde ich meinen. Aber da ist wichtig, vorausgesetzt, ne, ihr habt alle DLCs. Und auf der PlayStation 4 und Xbox One kann es natürlich auch die eine oder andere Fahrt weniger geben. Das kennt ihr ja von einigen deutschen Strecken, unter anderem München-Augsburg, wo dann bestimmte Fahrplanfahrten nicht zur Verfügung stehen, was einfach damit zu tun hat, dass die Old-Gen-Konsolen nicht in der Lage sind, das leistungsmäßig noch auf die Kette zu kriegen, so viel KI-Züge zu verarbeiten. Daher müsst ihr, wenn ihr auf der Konsole unterwegs seid, so ein bisschen mit Einschränkungen klarkommen. Jetzt glaube ich, habe ich eine komplette Zwangsbremsung. Kann mich zumindest nicht mehr befreien. Jo. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Das ist noch, also nach und nach gewöhne ich mich an dieses Zugsicherungssystem, aber so richtig begriffen und umsetzen kann ich das noch nicht. Da muss ich auch mal offen und ehrlich sein. Ich dachte eigentlich, man kann die Zwangsbremse wieder lösen. Jetzt habe ich sie gelöst bekommen. Warum auch immer. Können wir jetzt wieder Gas geben. Ich könnte ja auch sagen, dass ich ohne Zugsicherungssystem fahre, aber das ist ja langweilig. Dann lieber so ein bisschen was verkehrt machen, als wenn ich langweilig einfach nur einen Zug von A nach B fahre, ohne dass ich mich an irgendwelche Regeln halten muss. Das ist dann auch nicht interessant. Da ist das hier doch dann angenehmer. Auch wenn man nicht alles richtig macht. Gehört aber auch dazu. Man muss ja auch nicht immer alles wissen, ne? Ja, irgendwann werde ich wahrscheinlich das mal alles begriffen haben hier. Auch einige amerikanische Strecken, auf denen ich unterwegs bin, auf denen es keine Zugsysteme gibt. Oder zumindest nicht solche wie hier. Und das ATC, das kennen wir ja aus Long Island Railroad hatte es zuerst, das ATC. Sicherheitswarn. Na. Das bin ich. Ihr seht, ne? Mit dem Acela Express ist hier natürlich nicht so viel los, weil wir unterwegs auch nirgendwo anhalten. Halt wirklich Hochgeschwindigkeitsverkehr. Und da gibt es ja bei Trains and Worlds durchaus Zuschauer, die diese Hochgeschwindigkeitsfahrten sehr gerne fahren. Kassel-Würzburg zum Beispiel ist ja auch so ein Beispiel von den deutschen Strecken, die für den Spieler, der viel Action haben will, natürlich relativ langweilig werden kann, weil wir dort ja in Kassel losfahren, theoretisch sogar schon in der LZB drin sind, mit der LZB dann einmal bis nach Würzburg fahren. Wenn wir da die AFB natürlich dazu nehmen, dann haben wir einen vollautomatisierten Eisenbahnbetrieb auf der Strecke, außer in Fulda einmal anhalten. Das muss der Lokführer noch selber machen. Aber ansonsten mit der AFB zusammen kann die LZB ja durchaus auch dazu in der Lage sein, Geschwindigkeiten selber einzuhalten und auch vor haltzeigenden Signalen im Stehen zu kommen. Und da gibt es ja durchaus Leute, die sagen, dass Kassel-Würzburg deswegen keine Strecke ist. Ich sehe das ein bisschen anders. Wir reden hier immer noch von einem Simulator. Oh, hier ist schon wieder. Mal oben besser darauf achten, was oben für eine Zahlen stehen. Also weiter am Takt, also Kassel-Würzburg, wir reden hier von einem Simulator und die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg ist halt in der Realität auch einfach so, dass wir dort LZB haben. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass man sich dort nicht beschweren braucht.
Wir wollen Simulation und da haben wir Simulation bekommen. An München-Augsburg, die ICEs da hin und her zu fahren, da fahren wir auch überwiegend mit LZB hinter Pasing. Gehört einfach dazu. Und das sind ja noch die interessanten Strecken. Es gibt ja noch durchaus Strecken, die noch langweiliger sind. Was jetzt so dieses automatischen Fahren betrifft. Da haben wir eine schöne Regionalbahn. Express oder was auch immer. Da müssen wir auch ganz... Oh, schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Bin ich zu blöd dafür? Oben steht doch die 95. Warum achte ich da nicht drauf? Oh, ein ständiges Wechseln hier. Sollte ich vielleicht mal oben öfter hingucken. Aber das ist halt von dem, was ich, wenn ich so erzähle, dann gibt es gewisse Sachen, auf die ich immer wieder nicht achte. Wenn wir jetzt mal so den Streckenverlauf gucken, normalerweise dürfte jetzt geschwindigkeitstechnisch nicht mehr viel passieren. Hier vielleicht nochmal. Aber gleich dürfen wir 145 sogar mal fahren. Fahrmotor mal so richtig durchblasen. Gestern ist mir eine Lok abgenippelt. Ja, Fahrmotorlüfter ausge... die ganze Zeit immer die Sicherung rausgesprungen. Dann ist das Ding nur noch mit einem Drehgestell gelaufen und für ein Drehgestell war ich einfach zu schwer. Telefon auch noch. Das ist das Lokführer-Dasein. 24 Stunden, 370 Tage im Jahr. Ein Scherz am Rande. Jetzt gleich mal Vollgas. Freue ich mich schon. Mal richtig ausfahren, die Karre. Natürlich auch etwas, was wir uns alle ein bisschen mehr wünschen, ein bisschen mehr Personenverkehr in den USA. Vielleicht auch mal so eine U-Bahn. Oder was natürlich, 130. Hat sich ja gelohnt hier. So ein Ding wie zum Beispiel die Chicagoer Hochbahn, das wäre ja ein ganz interessantes Ding. Aber ich glaube, da würden einige Rechner dann doch in die Knie gehen, weil die Chicagoer Innenstadt nachzubauen. Gehört dann ja auch dazu, weil das ist ja eine aufgeständete Eisenbahn, also, oder Bahn.
Ja, das ist ganz bequem hier. Fahrplanfahrten an sich ja insgesamt nicht so viel Abwechslung wie in den Szenarien. Was aber ja wirklich daran liegt, dass wir ja vordefinierte Fahrten immer noch haben und die müssen ja alle aufeinander abgestimmt sein. In diesem Fall haben wir in den 24 Stunden 301 KI-Fahrten oder Fahrten, die hier berechnet werden müssen. Und die müssen ja aufeinander abgestimmt werden, deswegen Fahrplanmodus natürlich ein bisschen weniger Abwechslung. Warum es keine Rangierfahrten im Fahrplanmodus gibt, ist nochmal eine andere Geschichte. Oder nur sehr wenige Rangierfahrten. Wäre natürlich auch nochmal so eine Geschichte, wo man sagen könnte, okay, rangier mal in irgendeinem Güterbahnhof einen Zug zusammen, dann fährst du den auf ein Gleis, holst, dann kommt eine Lok draufgefahren und dann kannst du dich entscheiden, ob du mit der Lok den Zug selber fahren möchtest oder ob du die KI wegfahren lässt. Das wäre natürlich eine ganz tolle Geschichte. Das muss aber alles mit Zeiten natürlich dann passieren. Also da muss dann wirklich bestimmte Abfahrtszeiten und Ankunftszeiten definiert sein, damit das mit dem Fahrplan überhaupt funktionieren kann. Was aber bei einer Rangierfahrt eigentlich nicht der Fall ist. In der Rangierfahrt, da wird so lange rangiert, bis die Arbeit fertig ist. Also wird es aber nichts mit den 140, Freunde. Habe ich jetzt überhaupt schon mal einmal erreicht? Ja, doch, gerade eben, ne? Ein tolles Gerät. Ein kurz, aber... Wie viel Mittelwagen hat das Ding? 2, 4, 6. Normaler TGV hat, glaube ich, 7, oder der Duplex hat 7. Wenn ich mich nicht irre. Dann da vorne ist erstmal 150 erlaubt. Vielleicht dürfen die dann auch mal wirklich ausfahren. Höher einzustellen geht die Geschwindigkeitskontrolle auch nicht. Und dann geht es jetzt mit 150 auf Trenton zu. 39 Minuten sind wir unterwegs, also die Fahrt an sich soll 44 Minuten insgesamt dauern. Laut der Zeitangabe im Fahrplan. 41 sollen wir da sein, um 10 sind wir abgefahren. Lustigerweise dauert der Rückweg 10 Minuten länger, laut den Fahrplanangaben. Kann aber damit zusammenhängen, dass dort andere Geschwindigkeiten dann zugelassen sind, die den Zug ein bisschen langsamer machen. Also dass wir da eher mal zum Bremsen geneigt werden oder gezwungen werden. Das ist durchaus möglich und auch nicht ungewöhnlich, dass ein Zug in eine Richtung länger braucht als in die andere. Kommt immer darauf an, wo der Zug dann wirklich lang fährt. Ich bin noch da, keine Sorge. Werden die Eisenbahn heute nicht kaputt spielen. So, lassen wir mal rollen. 135, diesmal habe ich es gesehen. Aber dann haben wir die 150 zumindest einmal gefahren.
Haben wir zumindest mal keinen Stress mit dem Bremsen. Wir auch langsam dann von der Geschwindigkeit runterreguliert werden, weil wir jetzt auf Trenton zufahren. Weil Trenton ja ein relativ kleiner Bahnhof ist, wie man sieht, ne? Da ist nicht viel Action, da ist nicht viel los. Trenton. Da wünsche ich mir immer noch, dass wir die Strecke bis nach Washington bekommen hätten, aber da auch wieder die Einschränkungen der Old-Gen-Konsolen. Der Promillegefälle, deswegen die Leistung jetzt auch schon abgeschaltet. 6,1 Meile. Bei so hohen Geschwindigkeiten ist die Entfernung natürlich auch relativ schnell dann runtergefahren. Bei Kassel-Würzburg 180 Kilometer in 80 Minuten fahren ist ja auch eine Ausnummer. Eigentlich ist der Hochgeschwindigkeitsverkehr bzw. die der Hochgeschwindigkeitsschienenverkehr eigentlich eine ganz interessante Sache, weil physikalisch gesehen ist das natürlich eine totale Herausforderung, ans Limit zu gehen mit solchen sehr schnellen und schweren Maschinen. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo jetzt die Geschwindigkeitsbegrenzung herkommt, keine Ahnung. Aber die Streckengeschwindigkeit, die ist auf jeden Fall noch höher. Ja, ich muss in Suppression bleiben, ne? Also, wir haben doch gar keine Signale und nichts. Ich bin verwirrt. Aber nun gut. Nein, ich muss in Suppression bleiben, sonst kriege ich die Zwangsbremsung. Aber 1,6 Meilen, wir haben immer noch 2 Minuten Zeit. Also, das ist machbar. Aber das Ding, das bremst nicht von selber. Das ist interessant. So, vor den Toren Trentons. Wann kommt die Weiche an den Bahnsteig?
Ich gehe davon aus, dass ich jetzt noch weiter runterbremsen muss. Aha, ich hab's gewusst. Ja, geht es ganz gemütlich hier rein. Hat er noch was vor uns? Nö. Nicht. Okay, eine leichte Verspätung haben wir. Aber für deutsche Definition immer noch pünktlich. Da vorne kommt die Weiche. Sogar für Schweizer Definition noch pünktlich. In der Schweiz zählt ein Zug ab 2 Minuten als verspätet. Deswegen ist das ja noch so interessant. Also umso interessanter ist es natürlich, dass in der Schweiz die Züge Pünktlichkeit von über 90% haben, während bei uns die Fernverkehrszüge im Mai Pünktlichkeit von 66% hatten. Das muss ich reinziehen. Jeder dritte ICE war einfach mal verspätet. Kurz vor dem roten Signal sollen wir anhalten. Ah, nicht ganz eine Punktlandung, aber okay. Das Gepiepe jetzt zumindest nicht da ist. Passiert tut er jetzt. Dann schauen wir uns mal kurz die Auswertung an und dann mache ich alle Zuschauer nochmal darauf aufmerksam. Wenn ihr Lust habt, meinen Kanal zu verfolgen, dann steht euch das frei, in der Videobeschreibung den Link zu benutzen für meine Zuschauer, die dieses Video ja ein bisschen später zu sehen bekommen. Da nochmal der Hinweis. Ihr dürft natürlich wie immer sehr gerne ein Abo dalassen. Ihr dürft die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Kommentare sowohl bei DTG als auch natürlich auf meinem eigenen Kanal werden wie immer persönlich beantwortet. Und für alle von euch, die Lust haben, auf den Discord zu kommen, der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Für die DTG-Zuschauer an der Stelle natürlich der Hinweis über den Kanal, also über meinen YouTube-Kanal könnt ihr dann auch auf den Discord kommen. Dort geht es ganz viel um die Eisenbahn und auch andere Simulatoren. Und dort sind auch ganz viele Eisenbahner aus Deutschland mit dabei und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt allen da draußen noch einen schönen Abend, egal woher und wann ihr das Video schaut. In dem Sinne ein gepflegtes Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.